you move, make me blind. You will always be there. There's no doubt in my mind. You will always be there. Heading out to see ya and leave the rest behind. Ich habe gerade was super Schweres mit Max hochgetragen. Wir pimpen nämlich gerade seine Terrasse auf. Hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Und der Max ist schon dabei, auszupacken, was wir gerade hochgeschleppt haben. Und jetzt zeige ich euch, was der Max sich gewünscht hat für seine Terrasse. Tada! Und das baut er oder fast wir jetzt auf. Ich glaube, ich bin nicht so eine große Hilfe. Let's go! Hier sind Max seine Gartenmöbel, seine Lounge, die steht eigentlich hier und da steht sie echt gut, sieht ganz, ganz toll aus. Aber wir haben jetzt überlegt, den Pool hier hinzustellen, nur passt die Lounge dann nicht auf die Seite, also das heißt hier hin. Das ist leider dann ein bisschen zu eng und deswegen versuchen die Jungs jetzt hier den Pool aufzubauen. Ich hoffe, dass er hinpasst und dass es nicht so gequetscht aussieht, wenn ihr versteht, was ich meine. Wie viel Liter Wasser passen da rein, Kinder? 9150, glaube ich. Oh Gott, 9150, ihr habt es gehört. Der Papa wird sich freuen, ja, wenn er heimkommt. Nicht. Ich verstecke mich jetzt hier hinten, damit ich nicht helfen muss. Oh mein Gott, schaut mal. Lassie, bist du fleißig? Ja. Ich habe keinen Bock. Hoffentlich sieht der Max mich nicht, dass ich hier bin. Planänderung, jetzt müssen wir den Pool doch auf die andere Seite stellen, weil da der nicht hinpassen würde. Ja, okay. Ich kann es euch ja mal zeigen. Okay, so sieht es jetzt aus. Also eigentlich hätten wir es da hingestellt, aber da hat es nicht gepasst, deswegen stellen wir es jetzt dahin. Unser Jetski ist auch gerade angerollt. Kleiner Scherz. Okay, nach gefühlten 3 Jahren haben wir es jetzt endlich mal geschafft, ihn aufzubauen. Es ist zwar noch kein Wasser drin, aber wir haben es endlich geschafft. So sieht er aus. Aber wir füllen noch kein Wasser rein, weil meine Mutter jetzt auf die Arbeit muss. Guten Morgen. Kurzer Zwischenstand. Gestern haben wir nicht mehr weitergemacht, beziehungsweise ich nicht mehr. Ich muss ja auf die Arbeit und der Max hat aber gestern Abend noch hier die Leiter fertig gemacht, so wie das aussieht. Und jetzt würde ich sagen, füllen wir mal Wasser rein. So ganz bin ich jetzt hier noch nicht zufrieden mit dieser Situation, aber ja, ich denke, wir werden das hinbekommen. Und ich würde mal sagen, Wassermarsch, ne, wenn der Max soweit ist. Da hinten ist auch die Bella. Die ist natürlich auch immer mit dabei, ne? Max, können wir dann Wasser reinmachen oder was musst du noch genau machen? Nee, also wir können eigentlich schon anfangen. Okay. Wir können anfangen, sagt er. Der Lassie, der freut sich schon. Der hat schon gesagt, Mama, macht ihr dann Wasser rein, wenn ich in der Schule bin? Sag ich, ja, ist in Ordnung. Oh mein Gott. Da muss echt viel Wasser rein, ne? Wassermarsch? Ja. Okay. So, und das Wasser läuft und läuft und läuft. Ne, Max? Ja. Wie viel haben wir schon? Oh mein Gott. Nicht mal die Hälfte. Nicht mal die Hälfte und es läuft schon eine ganze Weile. Max pinkelt gerade ins Wasser. Pinkel für Ältere, habt das gehört. Max, das kann ich nicht im Video lassen. Ich werde dann gehatet. Ja, sorry, ich dachte, das Wasser nicht so gerade. Der Max. Also ich glaube, wir sind so langsam fertig, oder Max? Ja, doch. Wie lange war es an, Schatz? 3 Stunden. 3 Stunden. Oh mein Gott. Max, du siehst da oben aus wie so ein Bademeister. Dir fehlt nur noch die Trillerpfeife. Wenn jemand keine Badekappe auf hat, dann schick ihn bitte gleich raus, ja? Der Luki ist gerade von der Schule gekommen. Und Luki, wie findest du den Pool? Lass den Bademeister in Ruhe, Luki. Ist deine Schicht schon zu Ende? Bist du schon fertig mit deinem Bademeisterdienst? Ja. Echt? Alle ertrinken. So, also wir haben das Wasser jetzt ausgemacht. Ne, Max? Ja. Und der Max hat jetzt einen coolen Job, weil er die Schläuche aufrollen muss.
Und ich glaube, die Kinder können jetzt ins Wasser, oder Max? Nee. Heute ist geschlossene Gesellschaft. Ich habe jetzt hier gerade auch ein Besucherkind, das muss auch eingecremt werden, ne? Max, ja. Der heißt auch Max. Der Lassie geht rein. Go, Lassie! Und wie ist es, Lassie? Kalt. Oh. Und jetzt das Besucherkind. Wow. Und wie ist es, Max? Oh, kalt. Meine Lieben, ich bin total kaputt. Es ist super spät. Ich glaube, man sieht es mir auch an, dass ich echt kaputt bin. Ich habe auch Kopfschmerzen. Da ist der Max. Der Pool ist soweit fertig aufgebaut, aber hier sieht es noch aus wie die Sau. Also es gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt ist erstmal gut. Wie spät ist es überhaupt, Max Schatz? 9:30. Oh Gott. Deshalb bin ich auch so kaputt. Ich wollte euch kurz was zeigen. Und zwar war der Postbote heute Morgen da und hat mir was ganz Tolles gebracht. Ihr habt die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Und zwar, schaut mal, diese Box hier habe ich kreiert beim TT Sept Event in Frankfurt und die kam jetzt an. Ich bin super stolz. Und 20 von euch haben die Möglichkeit, eine Box zu gewinnen mit Inhalt. Ihr müsstet nur auf Instagram gehen, TT Sept, und dann unter mein Bild, also unter meine Box, quasi ein Herz kommentieren und dann ja, die Box, die meisten Herzen sozusagen hat, gewinnt. Und dann eben auch 20 von euch. Also schaut mal vorbei. Wie gesagt, ich bin total stolz. Hier steht auch Tutti al mare. Ja, das ist mein Spruch. Wenn ich das Meer sehe, wissen wahrscheinlich viele von euch. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich morgen wieder bei euch. Erlöse euch hier mal von diesem Anblick. Ich bin echt kaputt. Morgen hat der Gianluca Schulfest, Sommerschulfest. Ich muss Salate machen. Guten Morgen, meine Lieben. Mein Akku war gestern leider leer. Sorry, ich komme gerade vom Einkaufen. Ich bin total kaputt. Heute Nacht musste ich nämlich in Max zu seiner Abitur-Jahrgangsstufen-Fete fahren. Keine Ahnung. Jedenfalls muss ich jetzt ganz viel vorbereiten. Der Gianluca hat nämlich heute Schulfest, Sommerfest. Und da mache ich jetzt drei Salate. Einen Zucchini-Salat, Tomatensalat und irgendwas mit Melone. Mal gucken. Aber ich nehme euch heute noch eine Runde mit, eine kleine Runde. Ich glaube, ich habe nämlich schon ziemlich viel wegen dem Pool gefilmt. Und nicht, dass das Video zu lang wird, da habe ich ja immer so ein bisschen Angst. Obwohl ihr ja auf lange Videos steht, ne? Was soll ich denn jetzt sagen? Ich bin müde. Sieht man. Da ist der Lassie. Lassie, zeig mal deinen neuen Fidget Spinner. Da ist er. Schaut mal, wie schön der aussieht. Toll, ja. Oder? Und die Verpackung war sogar noch dabei. Ja, aber da hat der Lassie jetzt 4 Wochen drauf gewartet. Ja. Ich kann's nicht, Lassie. Mach du's. Moment. Tada! Mit Licht cool. Sieht's irgendwie besser aus. Ja. Okay, also lasst uns in die Küche gehen und Sachen vorbereiten. Luki, freust du dich auf dein Sommerfest? Ja. Okay, also lasst die Spiele beginnen. So, hier ist mein selbstgemachtes Dressing. Das habe ich jetzt schnell fertig gemacht. Diese Fläschchen hier, die hebe ich ja total gern auf. Zum Beispiel auch Marmeladengläser, um eben dann mein Dressing zu mixen. Und hier ist jetzt Paprika drin, Zucchini und Karotten. Und das Ganze mische ich jetzt hier in der Schüssel an. Und hier ist jetzt noch der Tomatensalat, den habe ich auch schnell fertig gemacht. Ich habe noch ein bisschen Knoblauch drüber, könnt ihr sehen. Das Ganze vermische ich jetzt noch, mache dann den Deckel drauf und dann kann das Ganze noch ein bisschen ziehen. Und die Melone muss ich jetzt auch noch vorbereiten. So, jetzt habe ich alles komplett fertig. Ja, ich wollte die Melone eigentlich so ausstechen in so Kugeln, aber vor lauter Quatscherei mit meiner Mutter am Telefon habe ich es irgendwie verpeilt und deshalb habe ich jetzt einfach so Scheiben geschnitten. Wir müssen uns jetzt total beeilen. Und ja, der Lassie ist auch schon bereit. Jo. Der steht hier ums Eck, da ist er. Und ja, jetzt seht ihr, da ist er. Und jetzt müssen wir uns echt beeilen. Also, auf geht's zur Feier. Hi, wir sind wieder da. Wir sind jetzt losgefahren, wir müssen aber noch ein Kind abholen von einer Freundin. Und mein Mann, der ist schon mit dem Gianluca losgefahren, allerdings mit dem Motorrad. Ja. Genau. Und wo ist sie jetzt? Die Emily, ach, da steht sie. Da steht sie schon. Ja. Ja. Hello! Es ist jetzt schon einige Stunden später und ich muss euch was sagen, was total lustig ist. Der Alessandro weiß es auch noch nicht. Mein Rock ist gerissen. Echt?
Leute, das kann nur mir passieren. Mir hat jetzt eine Mutter diesen Pulli hier geliehen und die Lehrerin hat mir eine Sicherheitsnadel gegeben. Aber das bringt nichts. Alle haben total gelacht. Ah ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Was zu lachen gehabt, ne? So, wir sind jetzt noch hier eine Runde weiter. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen, dass ihr das seht. Auf jeden Fall total schön. Die Kinder haben hier gerade auch Drachen steigen lassen. Wir haben ein bisschen Fußball gespielt. Fußball, Verstecken. Alles mögliche. Ja. Twister. Wir haben gegrillt. Lecker gegessen. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wollte nur mal ganz kurz ein Update nochmal da lassen. Vor allen Dingen euch von meinem geilen Rock erzählen. Ja. Mega! Das wäre jetzt zu Ende und es war wirklich mega, mega schön. Wir waren jetzt bestimmt 7 Stunden da. Ja. Wir haben jetzt noch zum Schluss Fußball gespielt. Und es hat auch wirklich mega Spaß gemacht mit meinen Freunden. Ja. Und das ist so süß, Luki. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Ja. Und dann beende ich jetzt das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.